Heute gibt's wieder brandneue Gerüchte, und zwar soll dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt ein Event kommen in Famarama. Zum 1. April möglicherweise, da rätselt man so ein bisschen. Warum zum ersten Mal? In den vergangenen Jahren gab es immer eine Situation, wie im letzten Jahr mit den Dioptrien, wo die Farm konnte man unscharf stellen. Vorher, noch ein Jahr davor, war mit den Maulwürfen, die auf einmal hier auf der Farm waren, mit dem Maulwurfshügel. Und dieses Jahr soll möglicherweise ein Event kommen zum 1. April. Ja, vielleicht nicht zum 1. April, aber jedenfalls ein Event. Wie komme ich drauf? Hier haben wir schon mal zwei Items. Die zwei Items, Item 1, sehen wir eben hier, ja, die Äffchen, die hier herumtanzen. Und auf einmal fängt es dann den Regen an und das gewinnt ihnen anscheinend noch mehr, warum auch immer. Und Item 2 hier auch etwas mit Wasser, vielleicht auch zum Weltwassertag, aber sieht nicht wirklich nach einem Event aus, kann man eigentlich nur das Item da kaufen, vielleicht ändert sich das ja noch. Mal schauen, eben Item 2, ja, wieso muss das U-Boot hier pink sein? Nee, aber sonst auch eine tolle Idee, wie ich doch finde. Und das hier, naja, das sieht doch schon sehr aus nach einer Eventpflanze, würde ich mal sagen. Nur, ja. Ach, was für eine Wempflanze. Ich habe sowas von überhaupt keine Ahnung, was das sein könnte. Also ja, rätsel doch gerne mit. Und ja, warum Event? Definitiv Event, denn auch hier kann man schon den Eventkorb hier sehen und da sieht man auch diese Wempflanze drinnen. Also quasi als Bestätigung, das wird ein Event sein. Ob zum 1. April, das ist noch ein Fragezeichen drüber, jedenfalls ein Event. Ja, rätselt doch gerne mit in die Kommentare, was vermutet ihr, wird es zum 1. April sein, ja oder nein, vielleicht irgend auch was mit Bahamarama, weil hier Äffchen, hier wieder ein Affe, wer weiß, was vermutet ihr denn, und damit war es das auch schon wieder mit dieser ganz kurzen Gerüchteküche-Ausgabe zu diesen Bildchen. Wenn es neue gibt, dann kommt auch wieder eine Gerüchteküche-Ausgabe meinerseits, schon jetzt möglich, und damit war es das mit dieser Ausgabe, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.